Herzlich willkommen zurück zu Wario-Land 4. Ja, der letzte Part ging mit Emerald Passage nicht gerade gut aus. Ich habe also einiges wieder gut zu machen. Besonders der Bosskampf war alles andere als souverän. Absolut blamabel. Ich habe keine Ausrede dafür. Ich war einfach grottenschlecht. Also habe ich in diesem Part einiges wieder gut zu machen. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt mit der Rubin-Passage versuchen durchzuführen. Und beginnen erstmal mit der Curious Factory. Und das Vorschaubild zeigt schon an, dass wir hier und da mal ein bisschen platt gemacht werden. Also werden wir wieder der Flunder-Wario werden quasi. Und bestimmte Stellen erreichen, die wir als normaler Wario nicht erreichen können. Also legen wir los. Grotel. So, wir sind also in einer Fabrik. Oh Gott! Und werden instant schon angegriffen. Weg mit dir. Lass mich in Ruhe. Was ist hier bloß los? Das ist schon Dramatik pur. Okay. Deswegen müssen wir auch platt gemacht werden. Das setzt aber voraus, dass ich überhaupt platt gemacht werden kann. Aber bevor wir das machen. Oh Gott, diese nervige Gegner. Ne? Ich brauche dringend ein Herz. Dringend. Aber jetzt verstehe ich, warum diese Musik hier so ein bisschen dramatisch angehaucht ist. Hier. So, auf geht's. Ist ein bisschen schade, dass es hier nicht diese extra Musik gibt, die es sonst immer... Nein. Das heißt, ich muss wieder... Verdammt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich krieg's nicht hin, mich normal platt machen zu lassen. Und habe nur noch ein Herz. Also besser kann dieser Part nicht beginnen. Dabei habe ich gerade gesagt, ich habe einiges wieder gut zu machen. Was ist denn hier los? So, ich habe jetzt eine sehr gute Idee. Und zwar springe ich jetzt. Genau. Das habe ich ja gerade vorhin falsch gemacht und muss auch schon ein bisschen seinen Kopf einsetzen. Seht ihr, das ist ja schon fast blind. Weil an manche Stellen kann ich mich wirklich nicht mehr so gut erinnern, deswegen ich hoffe, ihr könnt es mir ein bisschen nachsehen, aber immerhin. Dadurch, dass ich es schon wieder teilweise blind spiele, ist es auch wiederum etwas interessanter und lustiger anzusehen. Das muss ich jetzt wieder mich platt machen lassen. Spielt aber, glaube ich, keine Rolle, weil hier ist wieder die Maschine, die mich wieder in den Normalzustand versetzt. Und hier ist wieder eine schöne Röhre. Oh nein. Zurück. Zurück. Mach auf. Okay. So, aber Herzen gibt es hier nicht. Schade. Ich frage mich, wozu es diese Dinger gibt, wenn ich sowieso wieder in einen normalen Zustand versetzt werde. Das erklärt mir einer. Okay, hier komme ich später ran, wenn ich den Frosch betätigt habe. Nein, nichts.
Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Kriege ich auch irgendwann mal ein Herz? Das wäre sehr schön. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, nochmal. Und jetzt ein bisschen mit mehr Schmackes. Wenn ich darum bitten darf. Ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Ich freue mich über das Herz sehr. Noch eine Röhre. Das ist ja schön. Also so kompliziert möchte ich es nicht. Nein, danke. Nee. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Also das ist mir zu kompliziert. In der Regel sind aber auch keine wichtigen Sachen in der Röhre. Daher kann ich... Oh, ein Herz. Das ist wichtig. Kann ich mit ruhigem Gewissen weggehen. Was ist das für ein Ding? Ist das der Endboss? Könnte das der Endboss sein? Mit dir? Könnte das der Endboss sein? Und das war... Ah, okay. Das war gar nicht mal so dumm. Warte. Wenn ich schon mal hier bin. Also viel habe ich also damit nicht falsch gemacht. Das hat schon seine Richtigkeit. Geht das auch? Nein. Aber... Okay, es läuft jetzt wieder etwas besser. Dabei habe ich am Anfang jetzt noch gesagt, ich habe einiges wieder gut zu machen. Und kaum sage ich das, benehme ich mich hier quasi wie so ein Sturzbetrunkener. Gut ist das nicht. Das ist alles andere als gut. Ist das hier der Boss, der Endboss, der hier produziert wird? Der Endboss dieser Welt? Okay. Wo war das nochmal? Ich glaube, das war hier, ne? Das war hier. Alles klar. Alles klar. So, bevor wir mal weiterschauen. Okay, wir haben einen Key. Wir haben zwei Fragmente. Das heißt, uns fehlen noch zwei weitere Fragmente. Und die CD. Die können wir gar nicht mehr lang. Nein! Ab durch die Mitte. Auch wenn das gerade nicht unbedingt die Mitte ist. Ein weiteres Herz, darüber freue ich mich. Also ich weiß jetzt Herzen sehr zu schätzen. Das weiß ich nicht zu schätzen. Und das auch nicht. Und das erst recht nicht. Aber das Herz. Das nehme ich dann gerne in Kauf. Geht das überhaupt so? Und, nein, hier geht gar nichts. Aber vielleicht war das gar nicht mal so dumm, dass wir jetzt Platz sind, weil unten wartet ja noch eine Passage, die wir halt nur überqueren können, wenn wir den Frosch betätigt haben. Also ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also rein mit dir. Nein, das war sogar sehr gut. Das ist wahrscheinlich die CD, ja. Hier ist die CD. Also unbewusst alles richtig gemacht, ohne es zu wissen. Okay. Ich schau gleich mal nach unten. Aber erstmal sammle ich hier ein paar Coins. Okay, ich schau jetzt. Ich schau doch nach unten. Hier müsste wahrscheinlich. Nein. Hey, verdammt! Okay, nichts. Doch nicht. Ich dachte, hier sei ein hier ist ein Fragment. Deswegen. Ah, doch. Gar nicht mal so verkehrt. Weißt du was? Ich gehe nicht direkt nach oben. Ich hab alles. Ich hab alles. Dass ich platt bin, ist auch egal. Ich bin auf der sicheren Seite, mir kann keiner was mehr. Von daher ist mir das Piep egal.
Weißt du, es ist mir einfach egal. Und geh jetzt darauf, damit du wieder normal bist. Wie siehst du denn bitte schön aus? So kommst du mir nicht nach Hause. So kommst du mir nach Hause, genau. Oh, nein! Komm, rein mit dir. Oder besser gesagt, raus mit dir. Nie wieder. Aber immerhin. Wir haben mit 2 blauen Augen und ein paar blauen Flecken und ein bisschen Blut dieses Level bestanden. Sehr gut. Besser kannst du nicht laufen. Wirklich nicht. Alter, die Atmosphäre passt wirklich hier mit diesen kaputten Wänden. Also, das trifft es wirklich, das ist wirklich treffend. Diese Welt ist wirklich treffend. Hier wird man wirklich kaputt gemacht. Nein. The Toxic Landfill. Ja, vorhin war es halt sehr technisch und gefährlich und jetzt ist es sogar noch giftig und gefährlich. Das gibt's doch nicht. Okay. Ich gucke nochmal, ob auf der anderen Seite noch was ist. Nein. Unten ist ein Fragment. Dann wissen wir Bescheid. Und hier sehen wir auch schon, was hier los ist, denken wir mal. Ich glaube, hier gibt es einiges zu entdecken. Ich weiß, ob es hier da weitergeht, aber ich habe mir schon gedacht, dass hier was ist. Nein, hier ist nichts. Hier stellen wir alles. Ja. Wird jetzt bitte wieder dünn. Alles klar. Hier wartet wahrscheinlich noch einer auf mich. Nein, das war eigentlich alles. Okay. Am besten, ich markiere die Stelle quasi, damit ich nach oben gehen kann. Mach mich platt, Baby. Und zack. Sehr schön. Okay. Okay, das reicht erstmal. Was? Ich kann nicht weiter? Das ist alles schon? Nein, 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 das ist noch nicht alles. Ich weiß, ich sehe gerade was. Das war gar nicht mal so dumm. Ich weiß, was hier los ist. Ich weiß, wo der Frosch die Locken hat. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Nee, brauche ich nicht. Aber wie ich sehe, ist es überhaupt gar nicht relevant. War eigentlich überflüssig, aber egal. Dabei sein ist alles. Auch wenn es gerade nicht gepasst hat, was ich gerade gesagt habe. War da gerade was Relevantes? Glaub nicht, oder? Aber hier. Markieren wir die Stelle. Und nochmal dasselbe Spiel, aber diesmal hier. Macht irgendwie so ein bisschen Spaß, alles platt zu machen. Nein, nicht die Coins. Ich muss ja Wario typisch alles kaputt.
kaputt machen. Okay, hier sind noch ein paar Sachen, aber die werde ich mich gleich kümmern. Erstmal das hier. Meine Güte, hier gibt es hier so viele Secrets sozusagen. Okay, Herzchen. Ich sag ja, ich weiß Herzen jetzt mittlerweile zu schätzen, deswegen ist diese Kiste nicht für mich überflüssig. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll. Ich glaube, ich gehe erstmal. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Gehen wir erstmal nach unten. Hier. Alles klar. Hier gibt es so viel. Ah, eine schöne Röhre wieder. Okay. Das wird lustig. Endlich mal etwas, was weniger anstrengend ist. Hat wahrscheinlich genau den Wert eines Edelsteins. Von daher. So, dich brauche ich nicht mehr. Vielen Dank, auf Wiedersehen. So, und hier noch. Also Langeweile hat man auf jeden Fall hier nicht, weil hier ist wirklich einiges versteckt. Einige Sachen sind offensichtlich, andere wiederum nicht unbedingt. Aber, also für ein mobiles Spiel, ist ja ein mobiles Spiel, ist ja für ein Handheld. Deswegen für mich ist es ein mobiles Spiel. Hat schon was, hat schon einiges zu bieten. Okay, die Frage ist, soll ich? Okay. Ich soll hier noch nicht hin. Ist auch sinnvoll. Mal die Lage. Wir haben ein Fragment, was uns noch fehlt, die CD. Hier der Key sollte eigentlich nicht sehr schwer zu finden sein. So kann ich mir nicht vorstellen. Ich will trotzdem noch mal hier oben nachschauen. Alles klar. Nein, ich habe nichts verpasst. Sorry, wenn ich so wenig rede, aber vielleicht ist es auch besser so. Ist es denn möglich, dass ich hier nach unten soll? Ja, bevor ich das überhaupt mache, gehe ich wieder da rein. Hier ist bestimmt was. Ich frage mich überhaupt, was das hier für ein Typ ist. Der bewirft mich hier mit Äpfeln. Ist es ein Fisch oder was ist das genau? Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann es nicht genau erkennen. Ah, hier ist eine Stelle, die man... Ich muss ihn eigentlich mitschleppen. Nein, das geht nicht. Irgendwie gehen. Ja klar, so könnte es gehen. Allerdings müsste ich ihn... Aber warum vergesse ich dich einfach? So, jetzt muss ich aufpassen. Wird schnell wieder dünn, alles klar. Hier ist nichts. Das ist alles? Okay, wir haben noch ein Fragment, was uns fehlt. Wir wissen ja, wo das ist. Das war ja am Anfang. Ich muss wieder nach unten. Ist hier was? Nein. Super.
Hier ist der Key. Okay. Wir haben alles, was wir brauchen. Der Typ, der uns dick macht. Den haben wir auch. Und man merkt schon meine Begeisterung an, oder? Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Aber was soll's? Ist auch gut, dass ich mal hier in Schwierigkeiten komme. Es kann hier nicht alles perfekt sein. Von daher ist das für mich schon annehmbar. Es ist für mich akzeptabel. Mir die Stelle merken, das ist hier. Oder? Ich glaube ja. Ja, okay, alles klar. Ah ne, warte. So, die CD konnte ich ja leider nicht finden. Aber die ist relativ einfach zu finden. Wir sind ja von hier hier nach hoch gekommen, da sind ja die Gegner, die uns halt zu einer Sprungfeder machen. Und von dort aus waren halt hier diese Fernseher. Einen davon habe ich kaputt gemacht. Und hier müsste dann, wenn ich mich nicht täusche, die CD sein. Und genau das ist sie. Naja, ist nicht einfach zu finden. Ich habe es nochmal nachgeschaut, weil ich sie nicht finden konnte. Und Aufnahme wurde leider wieder abgebrochen, weil ab 23 Minuten bricht halt das Aufnahmeprogramm ab, aus technischen Gründen, ich habe keine Ahnung. Sorry dafür, aber ich werde nochmal gleich kurz zeigen, wo halt das letzte Fragment ist. Wir wissen ja, wo ist es, aber ich zur Vollständigkeit habe, wollte ich es nochmal zeigen, weil mein Aufnahmeprogramm ja einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sorry dafür und wir sehen uns gleich wieder. So. Und natürlich zur Vollständigkeit habe, hier wäre das letzte Fragment gewesen, habe das Level schon durchgespielt, aber die Aufnahme wurde automatisch unterbrochen, ohne dass ich es bemerkt habe. Sorry dafür, aber jetzt haben wir es nochmal vollständig und können dieses verdammte Level endlich beenden. Also, ich wollte eigentlich nicht, dass dieser Part so lang geht, aber okay. So. Damit hätten wir es endlich geschafft. Meine Güte. Freunde, was ist hier los? Ich habe das Ganze einfach in Erinnerung gehabt, aber was soll's. Lass uns einfach fahren. Ich krieg hier sonst zu viel. Toxic Landfill. Hier haben wir schon 50% geschafft. 40 below fridge. Alles klar. Es wird kalt. Ja, eindeutig. Hier kommen wir wahrscheinlich erst zum Schluss hin. Oh Gott, nein. Es wird mal wieder kompliziert. Es wird mal wieder kompliziert. Ich hasse es. Ich habe am Anfang dieses Spiels, dieses Let's Plays noch gesagt, ich verbinde so viel damit. Es ist halt immer was anderes, wenn man halt nebenbei spricht und halt hier und da was macht, aber... Aber zumindest, ich habe es mir nicht einfach gemacht. Man sieht, dass ich ein bisschen struggle, aber das heißt auch, dass ich jetzt mich an etwas anspruchsvollere Spiele traue. Man sieht ja, dass... Okay. Mach mich mal hier... Das geht nicht? Warum geht das nicht? Warte. Okay. Okay, ich sehe schon, es sind hier Rätsel. Oh Gott, nein. Ich kann es mir schon vorstellen. Dieser Part wird wahrscheinlich mindestens eine Stunde gehen. Oh Gott. Gehen wir erstmal an die Stellen, wo wir hingehen können. Das geht zum Beispiel. Okay. Vielleicht können wir uns hier irgendwie einen Überblick verschaffen. Hier ist wahrscheinlich nicht viel. Ich gucke trotzdem noch mal ganz schnell hier. Geschwindigkeit, wie man sehen kann, ist es A und O. Okay, hier komme ich nicht lang. Okay,
Okay, hier ist schon der Key. Dann kriege ich den schon. Das muss ich mir mal anschauen, ob ich den Key bekomme. Also wie gesagt, die Partlänge waren zu keinem Zeitpunkt geplant, aber man kann nicht alles kontrollieren. Tatsächlich der Key? Ungewohnt schon am Anfang. Hätte ich nicht damit gerechnet. Also mittlerweile ist mir so was von egal, wie viele Coins oder so ich sammle. Aber was mache ich denn da? Okay. Zurück zur Tür. Und die war ja... Das wäre ja ganz oben, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Nein. Das war nicht ganz oben. Das war hier. Komm mal. Ich drehe hier gleich durch. Nein? Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, oder? Kann sein, dass das hier war? Ja, hier war es doch, oder? Ja. Hier muss es gewesen sein. Und rein mit dir. Keine Zeit verlieren. Okay, dann weiß ich schon, was zu tun ist. Glücklicherweise. Und zack. Ja, hervorragend. So kann es ruhig weitergehen. Waren wir schon drin? Ja, hier waren wir schon drin, alles klar. Boah! Okay. Boah! Boah! Die ist aber richtig rutschig, außer hier auf dieser Plattform. Die ist auch nicht von Eis befallen. Boah, boah. Verdammt! Ich sehe schon, hier wird es richtig kompliziert werden. Hier wird es richtig kompliziert werden. Was? Okay. Sehr gut. Diesen Yeti-Typen da. Okay. Ich frage mich gerade, ob das sinnvoll war. Aber bestimmt. Nein, war es nicht. Warte, dann muss es anders gehen. Dann muss es einen anderen Weg geben, aber ich weiß nicht welchen. Mist. Hier waren wir schon, oder? Nein? Was will das Spiel von mir? Was will dieses Spiel von mir? Der Yeti ist nicht da. Wo ist er hin? Ah, ich glaube, ich weiß. Ich muss ein bisschen nachdenken, ne? Ja, so macht man's. Hier und damit. Ja, okay. Aber. Okay.
erstmal den Überblick behalten, verdammt. Okay. Ich habe null Plan. Wirklich nicht. Okay. Oh, nein. Das ist nicht der richtige Weg. Nicht der richtige Weg. Aber was ist dann der richtige Weg? Warte, Moment mal. Ich glaube, ich weiß es mal nicht. Warte. Oh, das ist schwierig. Man muss erstmal drauf kommen. Das ist. Also, die Rätsel sind hier schon ordentlich. Darüber kann ich mich nicht beklagen. Und so von hier. Ja. Okay, von hier können wir bestimmt auch was erreichen. Ja, selbstverständlich. Okay, ich sehe schon, die Rätsel hören nicht auf. Nein, das tun sie nicht, aber es ist gar nicht mal so schlecht, hier zu sein. Weil umso mehr kann ich dann hier freiräumen. Okay, das ist nicht so wichtig. Für mich zumindest nicht. Aber schon mal gut, dass wir das haben. Und das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, oder? Warte kurz. Ich schaffe es nicht, rechtzeitig abzuspringen. Hat sich auch nicht gelohnt. Nicht wirklich. Also ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, bevor ich hier in irgendeiner Form noch weitermache. Okay, ich muss also von hier. Ja, das ist immer okay. Geschafft. Das bringt, glaube ich, nicht viel, oder? Okay. Ist ja eigenartig, gibt's hier nichts. Es muss hier doch irgendwo einen weiteren Schneeball hier geben. Das ist eigenartig. Ach, hier. Ja, logisch.
Und das war glücklicherweise die richtige Stelle. Tja. Geht's auf jeden Fall nicht weiter. Und ich brauche unbedingt wieder einen Eiszapfen. Was? Das geht doch gar nicht. Achso, doch, geht. Natürlich, wenn da eine Leiter ist, geht alles. Jetzt komm. Mach jetzt nicht den hier. Okay, damit sollten wir hoffentlich... Okay. Ich habe schon fast das Gefühl, wir müssen schon wieder die Kiste mit dem Dingsbums. Du bist schon das Dingsbums. Mit der CD sammeln. Und ich sitze gerade sehr unbequem. Ich sitze gerne unbequem. Das ist irgendwie meine Leidenschaft, unbequem zu sitzen. Jetzt komm! Oh boy, ja. Das ist doch nicht wahr. Okay, das war also richtig, dass wir das nicht gemacht haben. Boah, das ist ekelhaft. Hier gibt's nichts. Ja, Moment mal, wie komme ich? Ach, da war... Ach, verdammt. Ja, klar. Ich brauche irgendeinen Gegner. Oder auch nicht. Warte. Vielleicht kriegen wir das auch so. Vielleicht kriegen wir das auch so. Nein, kriegen wir nicht. Es geht gar nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also die Gegner kann ich nicht hoch. Och, jetzt. Ich will nicht mehr, ne? Ich will echt nicht mehr. Oh nein. Jetzt. Jetzt hör auf! Ey, wisst ihr was? Zumindest könnt ihr euch über mich kaputt lachen. Das ist das Wichtigste, na was? Nein! Ruhe bewahren! Oh. Ach ja, klar. Oh, ich bin so doof. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ein wirklich kleiner Trost, wenn ihr mich fragt. Wie viel habe ich dafür gebraucht? Ich hoffe, ich musste nicht wieder die Aufnahme stoppen. Okay, Pinball Zone. Es wird jetzt besser. Ich denke, das ist der beste Teil von allem. Also lasst uns loslegen! Bitte was? Was redest du da wieder? So, Pinball Zone. Wurm! Okay, zumindest ist hier ein bisschen wieder Komik dabei.
Aber die Frage ist, soll mich das jetzt zum Lachen bringen oder zum Weinen bringen? Nein, nein, nein. Och, nö. Hier geht's lang, oder? Ja, okay. Ja, okay. Das sind grimmig schauende Gesichter. Ist das normal? Hier sind doch grimmig schauende Gesichter. Oder sehe ich das falsch? Rein mit dir. Okay. Hier ist auch ein Counter, der auch anzeigt, dass wir noch einen Pinball übrig haben. Selbsterklärend. Ich denke, es wird wahrscheinlich meiner Erinnerung nach ein bisschen schwieriger. Vroom. Vroom, 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 vroom. Warte, 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 warte. Okay. Exzellente. Ganz genau. Okay, dieser Part stimmt mich dann noch. Dieser Part, mal diese Stelle. Dieser Part, das ist ein Part, das ist ein Monster-Part. Ihr werdet ja gleich sehen, beziehungsweise beim Anschauen wisst ihr ja, wie lange das dauert. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen abkürzen müssen. So, wo ist denn jetzt? Hier, oder? Hier sind, okay. Ach, bin ich blöd. Bin ich. Warte, da ist auch ein. Okay, ja, zack. Nein, ich will keine Zeit mehr verlieren. Ich will einfach keine Zeit mehr verlieren. Das ist auch für die 100% vollkommen irrelevant, von daher egal. Kann man dann nach unten? Warte, das will ich schon herausfinden, weil da könnte eine CD sein. Ist aber keine. Aber ein kleines Secret ist auch ganz nett. Okay. Darf ich nach oben? Wisst ihr, was das Problem ist? Ich bin einfach zu überhastig. Das ist das Problem. Diesmal liegt's an mir. Weil ich habe keinen Bock, dass dieser Part 3 Stunden dauert. Ist aber eventuell ein Fehler. Okay. Das hier. Ist das eine. Oh nein. Das ist ja. So, du kommst hier. Hier mit mir. Dann haben wir das auch bei dir schon jetzt erledigt. Okay, haben wir auch. So. Ja, okay. Ich hoffe, ich habe hier nichts verpasst. Aber die Befürchtung habe ich leider. Oh nein. Vroom. Okay. Weiß ich schon mal Bescheid. Okay. Das ist eine gute Position, wenn ich das so mal so sagen darf. Und hier kommen wir noch nicht hin. Ein Gorilla. Alles klar. Aber so fühle ich mich auch gerade. Ach so. Ich hätte mich gerade gewundert, wie soll ich hier so einen Monstersprung ausführen, wenn ich überhaupt gar keinen Abstand hier habe. Aber hier ist der Typ. Erklärt sich natürlich einiges von alleine. Ich will jetzt wieder dünn sein. Okay. Bisher scheint es mir so, als ob wir hier wenig verpasst hätten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und okay. Pass auf. Nee, warte. Ich mach das so erstmal. Und dich schicke ich da rein. Okay. Dich schicke ich da rein. Hey.
und dich hier rein. Gibt es hier irgendwas? Ach, hier ist noch was. Ja, dann brauche ich dich, mein Kumpel. Ach, scheiße. Scheiße sagt man nicht, scheiße macht man. Hervorragend. Habe ich ganz toll gemacht. Ich bin ganz stolz auf mich. Okay, dann versuchen wir es auf andere Art und Weise. Und zwar erstmal hier, wenn es überhaupt geht. Ja, es geht. Sehr schön. Nein, geht doch nicht. Nochmal zurück, nochmal zurück. So, dann einfach so. Okay, alles klar. Mach mich dick, Baby, mach mich dick. Okay, ich dachte, hier wäre eine CD. Ja, dann war das dann doch überflüssig. Ich will wieder dünn werden, dank und schlank. Wobei das Wort dünn hier in diesem Zusammenhang dann schon, ja, etwas übertrieben ist. Weil Wario war noch nie der dünnste, ich wollte gerade sagen, der dickste, ich meine der dünnste. Aber der dickste ist er auch nicht. Wenn ich mir den Genie von Wario Land 1 so vor Augen führe, ach hier ist die CD. Wenn ich mir den Genie von, ah verdammt. Wenn ich mir den Genie von Wario Land Wario Land 1 vor Augen führe, dann muss ich sagen, da ist Wario noch recht rank und schlank. Okay, letztes Fragment. Ich hasse dich. Wirklich, ich hasse dich. Noch was, hier ist noch was und da ist auch noch was. Zieh Leine. Okay. Ja, das war doch super. Okay. Ja. Besonders schlau. Aber jetzt fehlt ja noch einer. Okay, der ist weiter oben. Ja. Hervorragend. Okay. Auch kein Problem für uns. Ist bisher ein Spaziergang im Park und wir haben schon alles. Ja, der Key fehlt uns halt noch, aber der dürfte nicht schwer zu finden sein. Ja. Der ist nicht schwer zu finden. Genauso wie es nicht schwer ist, sich treffen zu lassen. Oh Gott, oh Gott. 6 Minuten. Ich denke. Oh nein. Okay. Deswegen auch 6 Minuten. Eins, zwei, drei. Ja, okay, sind alle ganz in der Nähe. Wir fangen mit dem ganz rechts an und arbeiten uns ganz langsam nach links. Nicht, dass er despawnt. Das kann ja mal vorkommen, wenn er nicht in Sichtweite ist. Oh Gott. Okay, next one. Next one, next one, next one. Der nächste, bitte. Das ist ja schon fast alles Ironie, ne? Das Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. Das sind zwei. Okay.
Problem. Ja, ich hab's befürchtet. Soweit muss es schon wieder kommen. Hä? Aber wie mache ich das? Ja, na klar. Wie denn auch sonst? Ja. So, da bleibt noch einer. Einer ist keiner. Wie ich immer zu sagen pflege. Und er kommt hier rein. Ja. Aber wo ist die Tür? Ich habe sie gerade übersehen, oder? Ah, ne, hier ist. Hier ist sie. Ja. Key ist hier. Der Geister, Schnabel, Vogel, Key. Und nicht schon wieder. Ich hasse langsam diese Pinballs. Aber gut. Was erwarte ich? Es ist... Dich brauche ich nicht. Dich auch. Ja, es wäre auch schön, wenn ich den auch mitnehme. Okay. Es ist hier doch zum Kotzen. Okay. Und weil wir schon gerade dabei sind, ist an derselben Stelle. Oh, es ist langweilig. Ich glaube, ich spule vor. Das ist die beste Idee. So mache ich das. So und so und so, genau. So machen wir es. Genau das auch bitte merken. Ganz wichtig. Nur so schafft man es, das Spiel durchzuspielen. Alles klar. Der letzte Pinball. Der letzte freundlich schauende Pinball ist hier. Hervorragend. Schnell weg von hier. Wo ist nochmal die Tür? Wo ist die Tür? Was weiß ich denn mal? Ach, hier. Springen muss gelernt sein. Und ich habe sehr viel wenig Zeit. Also im harten Modus hätte ich das niemals geschafft. Ich trödel zu lange herum. Hier ist es, oder? Ja, wir sind am Ziel. Alles klar, wir sind am Ziel. Okay. Ich weiß, also man merkt schon an meiner Laune, dass ich mir diesen Part etwas anders vorgestellt habe. Ich nehme es trotzdem auf. Weil nicht immer alles super laufen kann. Und das ist halt der beste Beweis dafür. Und ich stehe dazu. Okay, der nächste Boss ist Kuckuck Kondor. So lächerlich diese Welt auch schon war, so lächerlich wird wahrscheinlich auch dieser Boss. Naja, egal. Okay. Kuckuck Kondor, jetzt bist du dran. Definitiv.
Und bevor ich jetzt es vergesse... Bluetooth-Eingabegerät. Okay, Kuckuck Condor. Jetzt bist du dran. Ich hab gehört, du hast tolle Schätze. Und die schnapp ich mir jetzt. Du hast keine Chance. Da oben sehe ich einen Ohrring. Ist das der einzige? Okay. 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 Da gibt's auch einen kleinen Knopf. Alles klar. Ist sehr unkompliziert. Aber an diesen Boss erinnere ich mich sehr gut. Das ist noch einfach. Das ist noch einfach. Nice. Muss schon aufpassen, wo ich stehe. Ja, hier ist er. Ich muss versuchen, die Eier zu fangen, bevor sie schlüpfen. Das sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein. Aber ja, das ist also der Kondor. Ich finde, dieser Boss passt überhaupt hier nicht in diese Welt. Wobei, eine Uhr ist ja auch sowas Technisches, könnte man sagen. Aber diesen Hörnertypen, den wir im Hintergrund der ersten Stage gesehen haben, den bekommen wir hier nicht zu Gesicht. Stattdessen kriegen wir diese Witzfigur zu Gesicht. Ach, scheiße. Ja. Genau deswegen dürfen die nicht schlüpfen. Hier langsam brenzlig. Verdammt. Nein! Ich muss Ruhe bewahren und... Scheiße! Nein! Wenn man das einfach so spielt, das ist gar nicht so kompliziert. Aber als Let's Play, das ist halt immer was anderes. Respekt an die, die Let's Playen, es schaffen zu reden und sich dabei zu konzentrieren. Okay, aber dieser Anlauf muss jetzt klappen. Das sollte machbar sein. Okay, das war schlau. Läuft es easy peasy. Okay. Warten. Okay, sehr gut. Sehr schlecht.
Okay. Schnell loswerden. Jetzt, ja. Okay, das gilt noch als Treffer. Diese Küken, ne? Im echten Leben würden sie mir nicht auf die Nerven gehen, aber da diese explodieren, sieht das da schon ein bisschen anders aus. Okay. Das war so knapp. Nein, 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 nein. Oh. Verdammt. Oh, nein. Ich hasse euch! Ja! Ja! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung, wenn ich übersteuere, aber wahrscheinlich tue ich das die ganze Zeit schon. Das ist einfach krank. Geisteskrank! Dieser Boss war geisteskrank! Warte mal, schaut euch an! Ein Vogel und ein Vogel. Die haben alle einen Vogel. Dieser Boss hat wirklich einen Vogel. Nicht nur einen. Oh Gott. Geschafft, Leute. Geschafft. Ja, Freunde, ich weiß, es war nicht einfach. Dieser Part war einfach ein Krampf. Es tut mir leid. Hier ist die Katze. Das heißt, hier sind wir richtig. Der Wissenschaftler ist weg. Hoffentlich für immer. Ich hoffe trotzdem, trotz dieser ganzen Sachen. Hat euch dieses Video gefallen? Das hoffe ich. Falls ja, hinterlasst den Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen weiteren desaströsen Part von Variolent 4 verpasst. Ich meine, ihr seht schon, die letzten beiden Parts waren so richtig toll. Es kann nur noch besser werden. Da bin ich wirklich sicher. Sehr, sehr sicher. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.